Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. In der letzten Folge war ich absolut megamäßig hyperaktiv und ich bin's noch immer, weil ich in der gleichen Aufnahmesession bin. Ha! Also an dieser Stelle hyperaktive Grüße. Ich habe eine Feder gefunden, was ziemlich cool ist, denn wir werden jetzt probieren, mit dieser Feder und so einem blöden Stock hier. Halt, nein, das war schon wieder falsch. Wann werde ich das denn lernen? Man weiß es nicht. Ich würde jetzt also ganz gerne. Wir essen zur Sicherheit mal was rein. Nicht, dass wir hier noch tot umfallen. Das hier plus eine Feder. Wo sind die Federn? Bitch, please. Ich habe doch gerade eine Feder gefunden. Wo ist denn diese kackbeschissene Feder? Ja. Ich möchte, ja, sowas, was möchte ich machen? Was sagt der mir denn da? Ach, da Federn. Was, noch mehr Federn? Ja, wie jetzt? Was gehört noch dazu? Ich brauche noch viel mehr Federn? Oh, shit, ey. Gut, wir werden jetzt also in nächster Zeit erstmal von Snickers leben müssen. Und, was machen wir denn jetzt clevererweise? Damit habe ich jetzt ja nicht gerechnet. Wir sollten hier wahrscheinlich mal gucken, dass wir noch mehr Federn finden. Bitch, please, ey. Das kann doch echt nicht sein. Okay, so läuft das also offensichtlich nicht. Die Federn sind reine Glücksfunde und wir müssen hoffen, dass mal wieder irgend so ein blöden Tier die Federn ausfallen. Was ein Kack. Guti, dann bauen wir hier einfach jetzt mal die Plattform weiter. Und ich entschuldige mich weiterhin dafür, dass ich jetzt hochgradig verwirrt bin. Das hätten wir ganz gerne. Und wie schaffe ich das denn, dass sich das hier direkt anschließt? Wo ist denn das? Was ist denn das für ein Symbol? Ankersymbol? Wie jetzt? Das checke ich jetzt nicht. Was muss ich denn da drücken? Hä? Ja, na klar, ich hätte das hier gerne so in etwa. Wie jetzt? Also rechte Maustaste sorgt für so ein Zeug. Ich bin verwirrt. Wie baue ich das denn dann? Auch mit E? Oder gehe ich dann hier irgendwie hin und dann leuchten hier diese Symbole und dann ist das so ein Ding? Oder wie jetzt? Was jetzt? Wir probieren das einfach mal mit E. Mit E tut sich hier nichts. Mit C tut sich auch nichts. Ach, jetzt kommt. Leute, ich habe hier so ein schönes Ding gebaut. Ich will das auch bitte nutzen. Wir probieren das jetzt einfach mal mit der linken Maustaste. Okay, mit der linken Maustaste passiert überhaupt nichts. Ich klicke sie, aber nichts passiert. Jetzt drehe ich gerade am Mausrad, passiert auch nichts. Und jetzt baut er mir einfach nur sowas. Das nützt mir halt mal ganz konkret gar nichts. Wobei, es nützt mir vielleicht doch was. Ich werde jetzt doch nochmal linke Maus... Nein, ich drücke jetzt einfach nochmal L. L war jetzt der Licht, das Licht, okay. Ich check's nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Moment. Ja, aber kann man denn hier nicht hingehen und dann leuchten vielleicht hier diese Symbole auf? Nee. Es ist ja echt nicht so einfach. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mich total überfordert hier, so blöde... Das ist doch echt jetzt ein Witz. Ja, oder ich gehe halt so hin, ne? Passiert aber auch nichts. Gut, ich möchte das definitiv hier so haben und dann ziehe ich das da so hoch. Und dann soll das hier so anschließen, was es natürlich nicht tut, weil das dann sowas Komisches wird. Was ist denn, wenn ich jetzt hier tatsächlich L drücke? Dann geht nur der Leiter an. Das verstehe ich nicht. Und mit der linken Maustaste passiert halt nur sowas, ne? Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja nicht sowas haben. Gut, wir probieren das mal einfach anders. Wir machen das so.
Das sollte in etwa jetzt so passen. Genau, tut's auch. Naja, nicht ganz. Wir drehen nochmal. Ey, das ist nicht so easy, wie ich dachte. Ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne vor Anbruch der Nacht, oder besser gesagt, die Nacht ist ja eigentlich jetzt schon da, das Haus hier fertig haben. Ey, was ist denn das für ein Shit hier? Also offensichtlich bin ich zu blöd dazu und wir werden jetzt einfach sicherheitshalber mal in unserem alten Camp nochmal schlafen gehen. Dazu sollten wir jetzt allerdings vorher mal noch ein bisschen was essen, also rein ins Inventar. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Raus aus dem Inventar und dann pennen. So ist es definitiv der nächste Morgen. Wir trinken hier ein bisschen was raus. Glücklicherweise hat sich hier Tau noch angesammelt und wir müssen uns jetzt echt was überlegen, wie wir das machen. Was ist denn das da oben? Ich gehe nochmal ins Inventar. Ich muss mal gucken, dass wir diesen Leiter hier irgendwie... Nee, den kriegen wir nicht los. Die Axt schnappen wir uns auf alle Fälle. Und ihr könntet mal wieder ein paar Federn verlieren, was ihr natürlich nicht tut. Ach. Vögelchen, Vögelchen, ihr seid ein bisschen unnütz. Aber ich bin's ja im Moment auch. Ja, was mache ich denn da jetzt, Cleveres? Ich würde sagen, ich guck mal ganz kurz im Netz nach und wir sehen uns gleich wieder nach dem Schnitt. Bis gleich. So, an dieser Stelle bin ich jetzt wieder zurück und ich habe ein bisschen nachgelesen, doch ich muss ganz ehrlich sagen, so besonders schlau bin ich dabei jetzt nicht geworden. Aber wir werden das jetzt einfach mal probieren. Ich habe jetzt schon mal festgestellt, dass es gar nicht mal so easy peasy ist, diese Brücke dazu, diese Treppen dazu bauen. Und wir gehen jetzt einfach mal hier so in dieses Baumenü. Und jetzt muss ich mir hier also so in etwa... Ja, das könnte in etwa passen. Nee, das war jetzt zu weit rotiert. Wir müssen die Brücke wohl irgendwie... nicht die Brücke, sondern die Treppe... Ja. So in etwa wohl bauen. Alternativ könnte ich jetzt natürlich probieren, hier irgendwo zu setzen. Und das testen wir jetzt einfach mal. Ich drehe das hier jetzt nochmal so. Ansonsten müssen wir hier so rüberkommen und dann halt dort oben sowas wie eine Art Podest bauen. Aber wir werden sehen, wie es funktioniert. So, passt das? Nee, das passt noch nicht. Wir müssen noch ein kleines bisschen drehen. Ich glaube, selbst jetzt müssen wir noch einmal drehen. Ja, so in etwa. So, jetzt hätten wir da eigentlich was. Ja, die große Problematik für diese schöne Treppe ist jetzt hier, dass wir das Haus halt direkt bei diesem Stein gebaut haben, was kacke ist. Also müssen wir das löschen und dann müssen wir das tatsächlich hier so schräg bauen. Und dann gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Also nochmal rein ins Menü. Nochmal so nehmen. Und ich frag mich bitte nicht, wie das hier funktioniert mit diesen Punkten. Das sieht ja so aus, als wären das Ankerpunkte. Und ich würde das ganz gerne hier natürlich verankern, aber ihr seht ja, was dann passiert. Nichts. Oder es passiert dann zumindest nicht das, was ich gerne hätte. So, wir machen einfach mal das. Und dann seht ihr, was ist. Nix ist. Funktioniert so nicht. Und ich habe leider keinen blassen Schimmer, wie man das hier ankern kann. Also ihr seht hier, da zieht sich auch nichts hin. Kann jetzt nur noch mal gucken, dass ich das genauso parallel drehe, aber da ankert nichts. Das ist echt Shit. Riesiger Shit. Könnte allerdings auch sein, dass es halt einfach daran liegt, dass ich das Ding hier so kacke gebaut habe. Es war jetzt auch wieder zu viel gedreht. Also wir drehen es nochmal. Ja, ich denke, so dürfte das passen. Dann fangen wir hier einfach mal an, drücken da so hin und dann schauen wir, dass wir da so hochkommen. Fragt mich nicht, ob das am Ende wirklich was wird oder gut aussieht. Ich glaube, das muss man irgendwie vernünftig... Kann man das so vernünftig sehen? Sieht das jetzt okay aus? Nein, ich hab's kaputt gemacht, ich hab's kaputt gemacht. Mann. Das ist ja echt nicht so easy, wie ich dachte.
Also, wir wollen das so in etwa machen. Zack. Na? Und ich denke, wir bestätigen das jetzt mal. Zur Not reißen wir es einfach ab. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Das sieht ja wirklich kacke aus. Und das ist auch... Alles nicht so einfach. Also wir reißen es nochmal ab und wir müssen den gleichen Mist nochmal bauen. Wir könnten alternativ natürlich auch probieren, uns direkt hier so ranzubauen. Probieren wir jetzt einfach mal. Dann ziehen wir das da so hoch. Ist das jetzt in etwa... Ja. Aber da kommt uns, glaube ich, wieder der Stein hier so irgendwie in den Weg, ne? So. Ja. Oh. Ah, das ist, ich glaube, das ist nichts für so Leute wie mich. Die dann da wirklich, ne? Jetzt wollte es nicht. Das ist ja echt ein Scheiß. Also so funktioniert es definitiv nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich gucken. Boah. Nerv. Wir könnten natürlich alternativ auch versuchen, hier eine Plattform hinzubauen. Und dann da die Treppe. Ich glaube, das machen wir sogar so. Also mal rein ins Baumenü. Wie? Ich hatte das doch gerade ausgewählt gehabt. Oder gibt es hier... Ah, es gibt verschiedene Plattformen. Gut. Gut zu wissen. So, das Ding drehen wir mal wieder. Ich glaube, so ist gar nicht mal so schlecht. Dann ziehen wir das da so hoch. Nein. Einfach nur nein. Heieiei, also, hups, das war jetzt falsch. Bauen ist offensichtlich hier gar nicht so einfach oder nichts für Menschen wie mich. Das kann natürlich auch sein. So. Wie sieht das denn jetzt aus? Das sieht immer noch beschissen aus. Kann man nicht einfach eine Leiter bauen? Moment, wir gucken da jetzt nochmal rein. Das kann ja nicht sein. Vielleicht können wir da irgendwo eine Leiter bauen. Das schauen wir doch mal. Das ist doch... Bestimmt gibt's da was. Nein, offensichtlich nicht. Was ist das denn alles? Ein Explosives Holder, ein Medi... schöne Sachen gibt's hier. Climbing Rope. Super, das nützt uns jetzt natürlich nichts, ne? Ah, das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen. Wir gehen mal hin zu diesen Ankerpunkten und auch da passiert nichts. Müsste man da vielleicht nicht irgendwas drücken? Nee. So ein Shit. Guti, dann einfach nochmal. Wo ist es denn? Die Custom. Na? Custom Buildings, genau. Zack. Ist das denn ein Stickmarker? Ja, dann probieren wir es halt einfach nochmal so. Ich verstehe es halt nicht, dass das hier nicht einloggen kann, aber das könnte wirklich an diesem Stein hier liegen. Gut, dann probieren wir das jetzt einfach nochmal so zu drehen, dass das passt. Da stellen wir uns dazu am besten mal so hin. Da dürfte man dann ja recht gut erkennen. Jetzt ist es aber wirklich so parallel zum Haus, oder? Was würdet ihr sagen? Ich denke schon. Dann gucken wir mal. Ziehen wir das da wieder so hoch. Und dann haben wir das doch jetzt hier so in etwa. Na? Wisst ihr was? Scheißen wir einfach drauf. Hauptsache, wir können da rüberspringen.
Ich hoffe, dass man das Ding einfach später wieder abreißen kann. Das wäre natürlich super, denn ansonsten müssten wir hier mit diesem Scheiß leben. Da hätte ich höchstwahrscheinlich aber echt das Zeug besser machen sollen. Oder machen können. Guti, nachdem wir jetzt schon eh ewig an diesem Zeug rumprobiert haben, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Ciao.